Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Die neue Woche startet teils mit Regen, in einigen Regionen wird es aber auch ein richtig freundlicher Montag. Wir schauen direkt auf die Karten auf den Montagvormittag. Da wird es so sein, dass im äußersten Osten und Nordosten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da fällt anfangs noch Regen. Der Regen zieht dann in Vorpommern aber relativ rasch zur Ostsee raus. Dahinter ist es in einem breiten Streifen, so von der Nordsee, Schleswig-Holstein, Niedersachsen bis runter nach Bayern freundlich. Bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Vor allen Dingen in Bayern ist es oftmals sogar richtig sonnig. Auch im östlichen Nordrhein-Westfalen, Teilen Baden-Württembergs, da zunächst mal noch einige Auflockerungen. Dann schiebt es sich mit dichterer Bewölkung von Westen her aber immer weiter zu. Und so vom Niederrhein über den Pfälzerwald bis runter zum Schwarzwald setzt dann im Laufe des Vormittags leichter Regen ein. Die Schneefallgrenze ist heute relativ hoch und liegt dann meist so in den Gipfellagen des Hochschwarzwaldes. Zum Nachmittag ist dann der Regen im äußersten Nordosten des Landes auch ausgezogen, Richtung Oder noch ein paar kompaktere Wolkenfelder. Ansonsten in der Osthälfte recht freundliches Wetter, viel Sonnenschein, vor allen Dingen in Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch ansonsten in der Osthälfte scheint immer wieder die Sonne. Im Westen hat es sich immer weiter zugezogen, das heißt auch in Bayern, Niedersachsen nimmt die Bewölkung zu und so von Ostfriesland, Emsland über große Teile Nordrhein-Westfalens bis runter nach Bayern, sogar bis zum Baden-Württemberg und bis zum Allgäu. Setzt dann leichter bis mäßiger Regen ein. Ich stelle euch auch hier nochmal den Link zum Radar rein, da könnt ihr auch mal selber gucken, wo heute im Tagesverlauf dann der Regen aufziehen wird. Die Höchsttemperaturen relativ einheitlich liegen heute so zwischen 7 Grad auf Rügen und bis zu 11 Grad im Ruhrgebiet. Der Wind spielt ja erstmals seit einigen vielen Tagen fast gar keine Rolle heute in Deutschland. Gucken wir dann auf die nächsten Tage noch. Jetzt in der Nacht sinkende Schneefallgrenze im Süden des Landes, Schwarzwald-Alpenrand, so oberhalb von 500 bis 800 Metern, kann es zeitweilig dann etwas schneien. Das Hauptschneefallgebiet liegt aber in den Zentral- und Südalpen, da erstmals mit einem Norditalien-Tief seit längerer Zeit mal kräftige Schneefälle. Ansonsten am Dienstag über der Osthälfte Deutschlands, da liegt dieses Regengebiet, was heute aufgezogen ist, noch und bringt wolkenverhangenes Wetter, zeitweiligem Regen. In der Westhälfte ein Mix aus Sonne, Wolken und lediglich einzelnen Schauern bei Höchstwerten, die so am Alpenrand bei knapp über 0 Grad liegen. Ansonsten sind es meist so 5 bis 10 Grad. Gucken wir dann noch auf den Mittwoch, da ist es so, da ist auch der Regen im Osten des Landes dann abgezogen. Es gibt insgesamt so ein Gemisch aus dichteren, kompakteren Wolkenfeldern und zeitweiligen Auflockerungen. Einzelne Schauer kann es hier und da mal geben. Es wird aber weiß Gott nicht, der verregnete Tag sein und immer wieder trockene Abschnitte geben bei ähnlichen Temperaturen wie eigentlich am Dienstag. Das war's von mir. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.